Heute stellen wir eine kurze Collage-Animation in After Effects, die nochmal betonen soll, welche unglaubliche Leistung ukrainische Armee jetzt bringt, so wie Cherson befreien. Die Animation handelt ja sich um Cherson. Ich bin Ukrainerin, sehr stolz drauf und auch Content Creatorin, und mit dieser Animation und mit diesem Tutorial zeige ich meinen Support. Für alle Ukrainer und Ukrainer Supporter hoffe ich, wird diese Animation nochmal Freude bereiten, und wir starten direkt mit Adobe Photoshop. Und wir sind in Photoshop. Nicht wundern, es ist ein neuer Tag und wir werden jetzt das Footage für die Animation vorbereiten. In diesem Fall ist es ganz einfache Selektion. Wir müssen Objekte vom Background trennen und dafür werde ich sehr powerful Tools von Photoshop nutzen, und zwar Object Selection Tool, Magic Selection Tool. Da muss man nur die Objekte anklicken, die werden dann markiert und daraus erstellt man eine Maske. Und wenn was noch übrig geblieben ist, kann man dann Brush Tool nutzen. Mit Farbe Schwarz kann man radieren, wegradieren, und mit Farbe Weiß kann man wiederherstellen. Super einfach, ist alles reversibel, und so kann man auch die Objekte dann sehr einfach und schnell auswählen. Mit dieser Methode habe ich fast alle Objekte bearbeitet und gespeichert als PNG. Ich würde sagen, diese Methode ist perfekt, wenn die Objekte sich vom Background stark unterscheiden. Dann kann Photoshop wirklich die Arbeit gut machen und die separat auswählen. Wenn aber zum Beispiel in meinem Fall von diesem Gebäude, von diesem Monument, es nicht so gut funktioniert und Photoshop eher noch viel Umgebung auswählt, nutze ich ganz klassische manuelle Methode, und zwar nutze ich Pen-Tool. Mit Pen-Tool gehe ich über die Konturen und wähle dann Selektion. Erstelle ich dann neue Ebene mit meiner Selektion, und dann kann ich weiter bearbeiten. Man kann reversibel das machen mit einer Maske, wie ich bei den anderen Objekten gemacht habe. Man kann aber auch einfach eine neue Ebene mit der Selektion erstellen. Bei diesem Monument ist mir noch aufgefallen, dass die Ecke abgeschnitten wurde, und die habe ich noch künstlich wiederherstellt. Und zwar dafür nutze ich Clone Tool von Photoshop und wähle mir eine Referenz von irgendwelchem Bereich aus und nutze das dann, um zu planieren. Und in dieser Weise habe ich alle Objekte bearbeitet, und jetzt sind sie fertig für die Animation, und wir gehen in Adobe After Effects und werden jetzt das Ganze animieren. Jetzt sind wir in After Effects und ich habe alle Objekte importiert, die wir bearbeitet haben. Und als nächstes werde ich die so positionieren, wie ich das auf meinem Referenzbild habe. Und wenn ich zum Beispiel merke, dass die Objekte doch nicht so bearbeitet sind, wie ich das haben will, oder irgendetwas passt nicht von der Größe, kann ich immer noch in Photoshop gehen, wenn ich alles noch geöffnet habe, und die Änderungen da vornehmen. Die werden dann direkt in After Effects übertragen, und das ist einfach perfekt. Das heißt, man muss nicht doppelt bearbeiten, nochmal importieren und so weiter. Hauptsache, dass die Objekte immer noch in Photoshop geöffnet sind, in After Effects, und wenn man die Änderungen dann gemacht hat in Photoshop, dass man das nochmal speichert. Einfach Ctrl S in Photoshop, und dann werden die Änderungen übertragen. In diesem Fall habe ich gemerkt, dass mein Gebäude irgendwie nicht passt vom Winkel her. Habe ich nochmal angepasst, gespeichert, und die gleiche Änderung wurde übertragen in Adobe After Effects. Und jetzt fangen wir mal mit dem Spaß an. Und zwar habe ich mir gedacht, ich fange mit diesem Deko-Element an. Das ist eine Wolke, die ich mit meiner selbstgemachten Pencil-Textur, die ich in Procreate gemacht habe, einfärbe. Ich habe die vor ein paar Monaten erstellt als MOV Videodatei exportiert, und jetzt kann ich die in meinen Projekten
verwenden. Und bei dieser Animation wird es nicht nur Wolke sein, sondern auch weitere Elemente. Die färbe ich mir jetzt neu in Blau und ich wähle einen passenden Abschnitt von diesem Video aus und dupliziere den einfach so lange, wie es mir passt. Und so wird meine Wolke die ganze Zeit im Prinzip neu bemalt. Als nächstes werden wir jetzt die Grundeigenschaften jedes Objektes animieren und das heißt Position, Rotation, Skalierung und ich setze pauschal einfach bei 2,5 Sekunden Keyframes für Rotation, Position, Skalierung für jedes Element und dann gehe ich zu Anfang der Animation und animiere diese Eigenschaften. Das heißt, manche Objekte skaliere ich, manche bewege ich ein bisschen, manche rotiere. Und das mache ich einfach für jedes Objekt, mal mehr, mal weniger. Und gucke, dass die Animation nicht so chaotisch, aber immer noch Collage aussieht. Und nachdem ich mit allem zufrieden bin, spiele ich ein bisschen mit Timing. Und zwar, manche Objekte sollen ein bisschen früher erscheinen, manche später. Hauptsache, dass es nicht alles auf einmal kommt, sondern der Blick ein bisschen geführt wird. Und in meinem Fall ist die Oma am wichtigsten. Das heißt, die soll entweder ganz früh oder am spätesten kommen. In meinem Fall wird die später kommen. Die Idee ist, dass die Oma kommt, ein bisschen stehen bleibt und wenn die dann losfährt, geht die ein bisschen nach hinten und dann schießt die wirklich mit der Geschwindigkeit los. Und dafür kann man Overshooting nutzen. Overshoot, das heißt, wie gesagt, bevor man halt losfährt, soll man ein bisschen nach hinten gehen. In meinem Fall nutze ich dafür Plugin, heißt The Flow. Und das kann man natürlich alles manuell machen mit Graph Editor, aber Plugin habe ich schon. Und mir gefällt, wie die Oma, wie gesagt, nach hinten geht und danach losfährt. Die soll natürlich zuerst klein bisschen langsamer und dann schneller fahren. Und wir sind fertig im Grunde genommen mit der Animation. Jetzt bleiben nur noch die Effekte, die das Ganze ein bisschen spicen werden. Und für Collage Animation nutze ich sehr, sehr gerne Wiggle Effekt. Das gibt ja ein konstantes Schütteln, Wiggle. Ich nutze für die erste Zahl immer zwischen 1, 2, 3, für die zweite zwischen 2 und 8, je nachdem. Und das mache ich wirklich für alle Elemente. Gibt Collage Feeling, Cutout, Paper Look Feeling mag ich sehr, sehr gerne. Und weitere Effekte, die ich nutze, ist Gaussian Blur Effekt für die Elemente, die ganz vorne stehen im Vordergrund, zum Beispiel Flamingo in diesem Fall, damit man ein bisschen Depth of Field hat, ein bisschen mehr Tiefe in der Komposition und damit die Oma immer noch als Hauptpunkt gesehen wird. Also Flamingo bearbeite ich mit diesem Effekt, danach noch Flamingo im Hintergrund und die Berge selber. Um noch mehr Collage-Feeling zu kreieren, nutze ich für meinen Background auch Paper-Animation. Paper-Stop-Motion-Animation kann man selber machen, kann man auch kaufen oder auch kostenlos finden. Ich finde, das macht auch sehr viel aus, genauso wie Wiggle Animation und dann noch ein Secret Ingredient, was ich euch am Ende zeigen werde. Um diese Animation noch mehr ein bisschen aufzupeppen, werde ich noch die Flagge animieren. Dafür nutze ich Wave Wrap Effekt und spiele da ein bisschen mit den Einstellungen, damit die Animation auch richtig von rechts nach links geht und nicht von oben nach unten. Und noch weiter, was ich nutze, ist Pin Puppet Tool, was sehr beliebt in After Effects ist. Liebe ich auch voll. Collage Animation einfach unersetzbar. Und in diesem Fall nutze ich Advanced Puppet Tools. Setze ich die für die Flügel von Flamingo im Hintergrund und animiere leichte Bewegungen, sodass man das Gefühl hat, dass Flamingo eben Hintergrund, also im Himmel, ein bisschen fliegt. Das gibt, wie gesagt, noch mehr Gefühl für die Animation.
Und als letztes, was wir machen, um diese Animation aufzupeppen, wir kreieren Strokes und ich nutze Pentool in diesem Fall nicht für die Flächeerstellung, wie wir das für Wolken gemacht haben, sondern nur Konturen, nur Stroke. Und ich kreiere so eine Art Splash Animation. Dafür nutze ich DreamPath und animiere einfach Start oder Ende. Je nachdem passt das ein bisschen mit Timing an und wir haben so eine Art Splash-Wasser-Animation, um noch mehr Collage-Feeling, Paper-Cutout-Feeling zu geben, nutze ich Rough Edges-Effekt, damit die Konturen nicht so glatt aussehen, sondern auch ein bisschen mehr mitgenommen. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen mit diesen Strokes, Splash-Animation, rotiere ich jede Path ein bisschen, damit es so eine Kurve entsteht. Und so haben wir auch die Animation fertig. Und als letztes mein Secret Ingredient, was ich versprochen habe, ist natürlich Adjustment Layer mit Posterized Time Effekt und ich nutze immer 12 Frames. Das heißt, wir reduzieren einfach die Frames von unserer Animation von 25 oder 24 auf 12 und das gibt viel mehr ein Collage, Cutout, Animation Feeling. Das finde ich einfach wirklich super Tipp, um jede Collage-Animation wirklich Collage erscheinen zu lassen. Und wir sind fertig mit der Animation. Das war nur ein Teil meiner Collage-Animation, die ich erstellt habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und jetzt zeige ich euch, wie meine gesamte Collage-Animation aussieht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, habt was Neues gelernt und für alle Ukrainer und Ukraine-Supporter, ich bin mit euch. Vielen Dank und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Tschüss!